Herzlich willkommen beim psychologischen Quartett von Sinova Psychologie. Unser Thema heute heißt Abschied. Und ich freue mich, wieder Gäste begrüßen zu dürfen. Zu meiner Rechten Frau Christa Nehls. Sie ist Beraterin für alle Lebens- und Geschäftsfragen und Lagen. Sie sind sprachbegabt, empathisch, kommunikativ und daher auch Kommunikationstrainerin und Referentin für Kommunikationsimpulse. Und was sie mit unserem Thema Abschied verbindet, ist, dass sie da auch ein Buch dazu geschrieben haben. Da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Dann freue ich mich, begrüßen zu dürfen Frau Reinhild Burgdörfer, 55 Jahre alt, Pfarrerin in Oggersheim seit Mai 2013. Vorher waren sie 12 Jahre in Edigheim. Sie sind verheiratet seit 2008 und sind nebenamtliche Notfallseelsorgerin. Herzlich willkommen. Und natürlich wieder in der Runde dabei mein Kollege Matthias Hese, den Sie ja aus verschiedenen anderen Moderationen schon kennen. Herzlich willkommen. Ja, unser Thema Abschied. Wenn wir uns Abschied zuwenden, kommt mir immer so der Gedanke, wir sagen heute auf Wiedersehen, Tschüss, vielleicht Servus, bis dann und so weiter. Der Abschied war ja früher anders gewesen. Wenn ich dann denke, wenn Leute in den 50er Jahren ausgewandert sind, das war ein Abschied, der war eigentlich für immer. Und so hieß also Abschied auch loslassen für immer. Und wir wissen ja, dass das Leben im Fluss ist, dass wir also nie statisch irgendwo stehen, sondern immer durch die Zeit fallen. Frau Nehls, Abschied. Hatten Sie Abschiedsszenen in Ihrem Leben? Viele. Sehr viele Szenen. Es gab ein Jahr, in dem ich mich von meiner Partnerschaft, von meinem Vater, von meinem Job, von vielen Kunden, von liebgewonnenen Wohnungen verabschiedet habe. Es war heftig in dem einen Jahr, aber auf der anderen Seite habe ich hinterher festgestellt, mein Gott, was für eine Erleichterung auch. Das heißt, Abschied ist nicht nur schmerzlich, sondern kann auch eine Erleichterung sein. Ja. Ja. Frau Burgdörfer, Abschied, was heißt das für Sie? Ja, zum einen natürlich beruflich begleite ich ja jede Woche nahezu Menschen dabei, Abschied zu nehmen von lieben Angehörigen, wenn es um Trauergespräche, Beerdigungen und so weiter geht. Aber persönlich habe ich mich natürlich auch schon von vielem verabschieden müssen, vielen Menschen auch, meinem Vater, jetzt dieses Jahr von der Schwiegermutter, aber auch schon in jungen Jahren von meinem jüngsten Bruder. Das war sicher die erste, ja, so sehr schwierige Abschiedssituation, weil er eben auch nicht eines natürlichen Todes verstorben ist, sondern im Alter von 13 Jahren. Das war so für unsere ganze Familie natürlich ein ganz, ganz schwieriger Abschied. Beerdigung anstelle von Konfirmation dann zu feiern, zu begehen. Eben wie Sie sagten, das Leben ist ständige Veränderung, ist im Fluss. Auch der Abschied von der letzten Pfarrstelle in Edigheim war nicht einfach. 12 Jahre Menschen zu begleiten, mit Menschen unterwegs zu sein und dann zu sagen, jetzt bin ich für andere Menschen zuständig in einer neuen Pfarrstelle. Es war ein Trost, dass es so nah ist. Manche Freundschaften können wir weiter pflegen. Das ist ganz schön, aber es ist anders, Im Laufe dieser Zeit gewinnt man so eine Intuition dafür, wenn etwas auf einen Abschied hinausläuft. Spürt man das irgendwo? Jetzt nicht nur spirituell betrachtet, sondern auch intuitiv jetzt. Sagen wir, das fließt jetzt aus. Also es war jetzt weniger, dass ich das intuitiv spüren musste, sondern dass einfach die Landeskirche beschlossen hat, dass in Edigheim eine Pfarrstelle gestrichen wird. Und ich dann halt gesagt habe, okay, ich sage relativ frühzeitig, ich verabschiede mich. Nach eben fast 12 Jahren ist die Entscheidung gefallen.
dachte, es ist eben auch eine Chance, noch mal was Neues zu tun. Hatte jetzt nicht dran gedacht, dass es eine andere Pfarrstelle wird, aber als es dann so kam, war es auch in Ordnung. Insofern war es von außen erstmal verursacht, dieser Abschied. Nicht ganz freiwillig. Wenn die Pfarrstelle nicht gestrichen worden wäre, dann hätte ich mir vorstellen können, auch in Edigheim noch länger zu bleiben. Das heißt ja auch, dass Abschiede nicht immer planbar sind. Sie kommen. Ne? Das geht ja los mit der Geburt. Wir nehmen Abschied von der Gebärmutter. Und dann so durchlaufen wir dann eigentlich unser Leben, unsere Zeit. Und ich habe da mal zwei kleine Grafiken, die ich mal einspielen möchte. Und zwar einmal, wir leben ja von der Vergangenheit in die Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und wenn wir das jetzt auf der zweiten Grafik betrachten, heißt es ja im Grunde, unser Jetzt, das durchläuft eine Zeit. Was ich jetzt gesagt habe, ist schon vorbei. Das ist weg. Das können wir gar nicht mehr finden. Ich danke der Regie für die Einspieler. Und mit diesem Durchlaufen der Zeit müssen wir immer was hinter uns lassen und immer was loslassen. Jetzt kann ich ja sagen, was ich loslasse, das habe ich nicht mehr in der Hand. Wenn ich also dieses Glas hier loslasse, dann habe ich es nicht mehr in der Hand. Es kann kaputt gehen, ich weiß nicht, was passiert, vielleicht hält es auch. Und wie, Frau Nils, wie ist das denn für Sie, wenn Sie so viel loslassen? Was lassen Sie dann los im Vertrauen, dass das gut kommt oder dass das für Sie vorbei ist? Was verbinden Sie damit? Also zuerst einmal ein Spruch, ich weiß gar nicht, ob er von den Indianern oder von den Indern kommt. Ich kann niemals in denselben Fluss steigen. Es ist immer anders. Ja, ja. Und so ist auch das Leben. Ich lasse Dinge los, einmal im Vertrauen darauf, dass sich etwas anders ergeben wird. Mhm. Nach dem Prinzip, eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Ja. Aber ich lasse auch Dinge, ja, manchmal lasse ich sie bewusst los. Weil die Zeit gekommen ist, ein Kapitel abzuschließen. Es kommt aber auch, wie Sie schon sagten, es kommen Dinge auf einen zu, die ergeben sich. Die werden eben rausgerissen praktisch, ne? Gar nicht mal rausgerissen. Die kommen, die habe ich gar nicht so auf dem Radar gehabt, das habe ich gar nicht bewusst gesehen. Und dann, ach ja, da ist noch ein Thema, fertig. Ich hatte jetzt im September dieses Thema, dass ich mit einem guten Freund, mit dem ich zusammen auch noch ein Business in den USA machen will, mich treffen wollte. Das war irgendwo so um den 5. Oktober geplant. Und am 3. Oktober bekam ich die Nachricht, dass er 2 Tage vorher plötzlich verstorben ist. Mhm. Und da, muss ich sagen, war ich dann etwas gestört in meinen Plänen. Das hat mich schon eine Zeit gekostet, bis ich das sortiert hatte für mich. Das war schwierig, dieses Unerwartete. Mhm. Wenn es, das hatten wir ja gerade schon, wenn es eher so dieses Intuitive ist, ich weiß, da wird was passieren, das wird sich beenden in kurzer oder vielleicht mittlerer Zeit. Diese Intuition schützt mich dann vor diesem Unerwarteten. Aber das Unerwartete sorgt dafür, dass ich etwas rausgerissen bin aus meinem Leben. Ist da so eine Anbahnung denn, dass man das sagt, da kommt irgendwas, da ist was? So eine Ahnung nachher? Ja, mit dieser, Sie haben das gerade Intuition genannt. Ja. Das ist so ein Gefühl, das dann sagt, dieser Weg wird zu Ende sein. Mhm. Der wird einfach aufhören, den kann niemand mehr weitergehen. Intuition, ich würde es nicht wirklich Intuition nennen. Sondern tatsächlich das Gefühl, dass ein Fluss endet und ein Fluss vielleicht auch gestört ist und einen anderen Weg nehmen wird. Also es stellt sich praktisch was in den Weg rein, was einem nötigt, den bekannten Weg zu verlassen oder den Weg, den man geplant hat und gehen wollte, davon Abschied nehmen muss und dann praktisch etwas Neues beginnt, wo man gar nicht weiß, was das wird. Ja, also ich finde das immer spannend, das mit den Bibern zu vergleichen. Die sorgen ja auch dafür, dass eine Störung passiert. Auf der anderen Seite sorgen sie aber auch dafür, dass was ganz Neues entsteht. Ja. Und das ist bei jedem Abschied so. Es geht etwas und etwas ganz Neues entsteht daraus. Und das finde ich das Spannende am Leben. Es ist ja so, dass wir neuronal ja leben in alten, schönen
beständig Bindungen zu sein oder in so ja, das in festen Strukturen, die haben wir ja so gerne. Auf der anderen Seite ist ja auch der große Reiz, da etwas Neues zu beginnen. Wie ist das bei Ihnen, Frau Burgdörfer? Diese Wechsel zwischen, ach, das kennen wir, das ist vertraut und jetzt muss ich schon wieder. Lieben Sie das oder ist das für Sie eher Anreiz? Also ich glaube, ich bin schon immer sehr, sehr neugierig auch auf Neues und stelle mich immer wieder auch freiwillig den Herausforderungen, manchmal ohne vielleicht zu überblicken, was es an Veränderungen mit sich bringt. Gerade jetzt haben wir eine junge Frau aus Afghanistan in unser Pfarrhaus mit aufgenommen. Das ist so groß, dass wir da Platz haben und mein Mann trägt das auch gut mit und im Moment ist wieder eine große Unsicherheit, werden wir es schaffen, dass sie bleiben kann. Da ist ja dann auch das Thema Abschied. Man weiß nie, wie die Politik das weiter entscheidet. Bleiberecht für Menschen aus Afghanistan, im Moment gerade sehr umstritten. Ist das jetzt eine familiäre Anbindung oder jetzt berufliche Anbindung? Das ist jetzt einfach mal... ja, familiär. Sie sagt zu uns Mama und Papa. Ja, okay. Wie jung ist sie denn, wenn man fragt? 23 Jahre alt. Ja, das ist eine junge Person, und, ja, hat halt schon sehr vieles auch erlebt. Hinter sich lassen müssen, loslassen müssen. Das war für uns eine Veränderung in unserem Alltag. Es sitzt jetzt immer jemand mit am Tisch, mit dem wir uns versuchen, vertrauter zu machen. Ein Mensch mit völlig anderen Erfahrungen als unsere. Also insofern, und sowas hatten wir schon mehrfach mal gemacht, eine junge Koreanerin bei uns aufgenommen und uns dann mit Korea beschäftigt. Und also, aber natürlich auch im Beruflichen ist es eine ständige Begegnung mit unbekannten Menschen. Da liegt Neubeginn und Abschied ja dicht beieinander. Man weiß ja nicht, wie lange das währt und wie es dauert, wie dieses Familienmitglied, sagen wir mal so, in ihrer Familie verbleiben darf. Und Sie hegen ja die Hoffnung, dass es denn länger dauern darf. Ja, wir würden Sie gerne länger unterstützen, dass Sie hier wirklich ein Leben sich aufbauen können. Aber das ist noch mit vielen Hürden verbunden. Ja, klar. Und hier kommt ja auch ein Element dazu. Man hat es nicht in der Hand. Man hat das, was man loslässt, nicht mehr in der Hand, aber man weiß auch nicht, was in der Zukunft kommt. Das haben wir ja auch nicht in der Hand. Wenn Sie sich an das Bild von eben erinnern, wo wir auf diesem Zeitstrahl uns bewegen, was da vorn liegt, das wissen wir gar nicht. Und dann kommt für mich so die Frage hoch, das, was ich jetzt loslasse, wie intensiv kann ich das loslassen? Kann ich das wirklich loslassen? Trauere ich dem nach? Hänge ich dem an? Oder was mache ich da? Wie behalte ich es in Erinnerung? Da gibt es jetzt gerade auch in der ganzen Trauerarbeit eine neue Definition, also ist, dass es gar nicht ums Loslassen geht, sondern davon die Rede ist, sich einen Ort zu denken, wo jetzt beispielsweise eben der verstorbene Mensch geborgen ist. Ja. Also dass er noch da ist, wie ich mir das vorstellen kann, an einem gedachten, guten Ort. Das hat auch ein Kollege eben geschrieben, ein Buch über diesen Ansatz in der Trauerarbeit, der selbst seinen Sohn durch einen Unfall verloren hat und gesagt, dieses Ganze, ich soll ihn loslassen, das hat ihm überhaupt nicht geholfen und er hat gemerkt, das ist es auch nicht für mich, sondern es geht darum, mir irgendwie einen Ort zu visualisieren, wo ich ihm begegnen kann. So, weil er ist ja da, er gehört ja weiterhin zu meinem Leben. Ja, er lebt in der Erinnerung weiter, genau. Ja, das können wir ja nicht. Das ist ja eigentlich unser Riesenglück, das wir haben, dass wir in der Erinnerung was bewahren können. Das heißt, in dem Fall, den Sie jetzt geschildert haben, wird er praktisch an einen neuen Ort gebracht. Genau, also manche Leute bauen sich ja dann in ihren Wohnungen wie so kleine Altäre auf mit einem Bild von dem Verstorbenen und Gegenständen, die zu ihm gehörten. Andere finden das vielleicht auf dem Friedhof, wieder andere an einem Platz, wo etwas Wichtiges mit diesem Menschen geschehen ist. Das ist gerade wichtig für Menschen mit Trauerarbeit, wo eigentlich es kein Grab gibt oder dergleichen. Ne? Also es kommt ja sehr häufig vor, dass Flugzeugabstürze und so weiter, das ist ganz entscheidend, mit solchen Metaphern, mit so visualisierten Räumen und Plätzen zu arbeiten, um die Trauerarbeit leisten zu können. Das ist ein Gedanke, der in USA vollkommen normal ist, in der Trauerarbeit. Und das war das übrigens, was mir geholfen hat, wie jetzt der gute Freund und Geschäftspartner gestorben ist. Kam aus USA der Trost, denke immer daran, er ist immer noch in deinem Board of Directors. Ja.
traure nicht um ihn, seine Gedanken sind da, sein Leben ist da, du weißt immer noch was von ihm, er ist nicht weg. Und das war eine wirklich faszinierende Erfahrung, die ich jetzt auch, so wie Sie das mit der jungen Afghanin machen, mit den jungen Syrern mache, helfe, wann immer dieses Trauma wieder hochkommt, alles hinter sich gelassen zu haben, dann doch zu sagen, ihr dürft das noch in eurem Herzen tragen. Ja. Ihr müsst das nicht wegwerfen, ihr müsst keine schwarze Farbe drüber streichen. Frau Netz, muss ich das gerade sagen mit Syrern. Ich habe jetzt auch Anfang des Jahres Syrer geschult in Exel und dergleichen. Und ja, waren natürlich auch in der Gruppe traumatisierte Kinder dabei. Das Interessante ist, man braucht es noch nicht mal zu visualisieren. Die Kinder sind manchmal unachtsam und gucken dann im Internet. Und erstaunlicherweise kam heraus, dass sie sich die Heimat angeguckt haben. Es waren also Spielfilme, wo Alltagsszenen drin sind, die sich da angeguckt haben, die in Afghanistan oder in Syrien spielten dann. Ich denke mal, das ist noch eine Möglichkeit jetzt für gerade Ihren neuen Gast, die Trauer oder den Abschied der Heimat zu überwinden. Liege ich da so richtig? Ja, also ich meine, Sie hatten intensiven Kontakt zu den Angehörigen auch noch in der Heimat und wird das nie vergessen, auch nicht hinter sich lassen können, in dem Sinne, dass das nichts mehr mit ihr zu tun hat. Also im Moment ist aktuell mehr das Problem, wie kann sie hier sicher sein, weil ihr Mann, von dem sie sich scheiden lassen möchte, damit natürlich nicht einverstanden ist. Und also das ist so eine ganz schwierige Gemengelage und da ist die Verbindung, vor allen Dingen telefonisch nach Hause, schon auch sehr trostreich für sie. Ist es eine Zwangsehe gewesen, darf man danach fragen? Sicherlich. Mit 12 also, Jahren verlobt, mit 14 Jahren dann verheiratet. Und ja, also Gott sei Dank hat sie wenigstens Schule zu Ende machen dürfen dann in dieser Zeit. Und sie haben, warum auch immer, keine Kinder bekommen. Das ist für sie jetzt natürlich auch eine glückliche Fügung, würde ich mal so sagen. Natürlich freut man sich sonst immer über Kinder, aber das würde ihre Situation jetzt natürlich noch deutlich komplizierter machen, wenn da noch gemeinsame Kinder wären. Jetzt kommt mir noch ein ganz anderer Gedanke. Wenn wir sagen, wir nehmen Abschied irgendwo, heißt das ja auch, wir gehen irgendwo anders hin. Und ich denke, dass auch das Abschiednehmen umso besser glückt, je mehr ich das Neue annehmen kann. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen, Frau Nils? Ich kann es nur bestätigen, wenn ich schon weiß, was hinterher passieren wird. Also ich weiß, die Tür ist zu, die nächste ist schon offen, ich sehe, was da kommt. Dann ist das einfach zu gehen. Dann geht das im Grunde problemlos. Und ich kann das andere dann auch mich verabschieden. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich es vergesse. Ja. Aber es heißt, dass ich es richtig platziere. Richtig. Gerne bei einem Job. Ja. Ich habe beschlossen, okay, ich hatte einen Job, tolle Gelegenheit, aber jetzt ist die Zeit gekommen, ich sollte ihn beenden und ich will was Neues machen. Dann habe ich mich beworben oder ich habe mir überlegt, mich selbstständig zu machen und dann entschieden, ja, ich kann das Alte hinter mir lassen, weil jetzt ein neuer Abschnitt beginnt, auf dem ich, ja, ich bin gespannt darauf, ich freue mich, und habe eine Perspektive. Da kommt etwas Neues. Das heißt, Sie gehen positiv auf diese neue Situation zu und sind bereit, da einiges dafür zu tun, die Situation anzunehmen, sodass es sich letztendlich, dass Sie nicht nur gestaltet werden, sondern mitgestalten. Dass Sie die Chance aufgreifen und selbst gestalten. Sie kommen ins Tun und Sie kommen selbst in die Gestaltungsphase. Für mich persönlich das Wichtigste, dass ich immer mitgestalten kann, dass ich Gestalter meines Lebens bin und nicht andere das gestalten. Ja. Weil das wäre für mich persönlich das Schlimmste. Es gibt Menschen, die lieben das, die können das nicht anders. Für wen das so ist, der braucht es halt eben. Genau. Also da ist aber auch meine Beobachtung, diese Menschen haben es aber auch schwierig, das Alte loszulassen. Sie haben es überhaupt schwer mit dem Leben. Ja, okay, das kommt noch dazu. Ja, deshalb ist es ja umso sinnvoller, sein Leben selbst zu gestalten, in die Hand zu nehmen und letztendlich der Schöpfer und der Kreator des eigenen Lebens dann zu sein. Und trotzdem die Frage, gibt es da irgendwo eine Grenze der Belastbarkeit mit Abschied und so weiter für Sie? Sie haben ja nur gesagt, Sie haben schon einiges an Abschied erlebt. Gibt es da Grenzen oder Dinge, wo Sie sagen, bitte nicht mehr? Ja, ich hatte zu Beginn gesagt, das Jahr 2012
war mein schwierigstes Jahr. Es waren Abschiede auf allen Ebenen. Ich habe praktisch mein gesamtes Leben zu dem Zeitpunkt hinter mir gelassen. Es war nichts mehr so wie vorher. Es war eine andere, gar kein Partner, also ohne Partner, eine andere Wohnung, die alten Wohnungen verkauft, ein neuer Job. Ich habe keine Verwandten mehr, ich habe also keine Familie mehr. Es war wirklich ein ganz harter Schnitt und dieses Jahr an sich war für mich so das Schwerste, was ich je erlebt habe. Es gibt so einen Begriff der Entwurzelungen. Wäre das so ein Begriff, den Sie jetzt verwenden würden? Es war die Entwurzelung aus dem alten Leben, ja. Es war alles neu. Es hat mich viel Zeit gekostet, mich im neuen Leben wieder zu orientieren. Haben Sie sich da allein gefühlt? Verlassen oder sowas? Da habe ich nie drüber nachgedacht. Das heißt, das gehörte nicht dazu. Das gehörte überhaupt nicht dazu. Die Trauer darüber, sondern Sie kamen wieder ins Tun. Ja, es ging um die Neuordnung. Die Neuordnung des Akzeptierens, dass jetzt ein kompletter Schnitt in meinem Leben stattgefunden hat und alles neu ist. Ja. Frau Burgdörfer, Sie hatten eben ja auch erwähnt, dass Sie verschiedene Abschiede schon hatten, beruflich bedingt und so weiter. Ich nehme an, privat auch. Und dass Sie ja heute überwiegend bei Abschieden auch beim endgültigen Abschied da sind. Und da hatten Sie eben das schöne Beispiel genannt, dass man einen Ort hat, wo man den Menschen wiederfinden kann und so weiter. Jetzt, wie erfahren Sie das denn mit diesen Trauerphasen? Ich kenne da also auch zum Beispiel einen Fall, dass jemand nicht loslassen kann, dass also auch nur nach 8, 9 Jahren einfach derjenige nicht los ist und das Leben immer noch im Jetzt mitbestimmt. Wie begegnet Ihnen das denn? Ich denke, da gehört natürlich viel das Umfeld auch dazu. Für diese Person gibt es irgendwie andere, die sie brauchen, die Ansprüche stellen, die einfach fordern, jetzt, wir sind hier aber auch noch und kümmere dich bitte auch um uns. Kommt natürlich auch darauf an, wie dieser Abschied zustande gekommen ist, ob es irgendwie absehbar war oder wirklich ganz abrupt durch Unfälle oder solche Dinge, wo überhaupt nicht mit zu rechnen gewesen ist, ob eben auch diese Person irgendwie so mit diesen Gedanken umgeht. Ich kann das Leben nicht festhalten. Es ist immer Veränderung und kein Mensch gehört mir für immer. Auch solche Dinge, da spricht man ja eben auch von dieser Resilienz. Was habe ich an Fundament in mir, an Vertrauen ins Leben, dass es irgendwie weitergeht, auch wenn sich etwas verändert, auch unfreiwillig verändert. Wie kann ich das irgendwie abfedern? So, da erlebe ich natürlich auch sehr unterschiedlichen Umgang damit. Sehen Sie da Ihre Aufgabe darin, auch die Menschen darin aufzubauen und zu schulen? Ich als Jobcoach versuche, den Menschen zu helfen und zu unterstützen in den Übergangskompetenzen. Wenn eine Biografie abreißt, neuer Job und so weiter, viele fallen da ins Bodenlose, dass man sagt, nein, das ist auch was Positives und das stärkt und da den Weg hin zu finden. Wäre das darin vergleichbar? Ja, also, sicher, ist halt jede Situation ist wieder eine andere, ne, was man da so antrifft. Ob jemand einen Menschen über Jahre beispielsweise gepflegt hat und einfach das eigene Leben dann auch völlig vernachlässigt hat, Beziehungen und Freundschaften darunter gelitten haben und dann derjenige wirklich vor einem fast nichts steht und ganz neu anfangen muss, wieder zu spüren, was brauche ich denn? Die ganze Zeit für den anderen gelebt hat und jetzt darf ich plötzlich wieder fragen, was täte mir denn jetzt gut? Was würde ich denn gerne noch machen mit meinem Leben? Und das sind so unterschiedliche Situationen, dass ich da jetzt auch nicht so das Rezept habe, aber eben natürlich vorsichtig versuche, den Menschen auch zu sagen, sie haben ein Recht, auch wieder Freude zu erleben, auch wenn es jetzt im Moment ganz schwer ist und natürlich ein großer Schmerz, jemanden verloren zu haben, aber das muss es nicht gewesen sein. Jetzt haben wir das große Problem, dass wir in einer alternden Gesellschaft leben. Das heißt, die Paare werden auch älter. Man hofft, dass es so sein wird. Verstirbt einer jetzt früh, ist derjenige schon über 80, wird es natürlich nicht einfacher, den darin zu unterstützen.
Denn das Problem ist einer langen Beziehung eben, dass man auch Spuren quasi beim anderen hinterlassen hat. Ne? Die Wissenschaftler sprechen auch vom transaktiven Gedächtnis. Das heißt, was mir nicht mehr einfällt, das hat meine verstorbene Partnerin, weiß die jetzt. Die wusste immer, wo meine Brille lag oder dergleichen mehr. Und das muss natürlich erst mal wieder neu gelernt werden. Es muss ja auch ein bisschen vergessen da sein können, um sich eventuell noch auf jemand Neues einzulassen. Sehen Sie das jetzt auch so, was so das Altern in unserer Gesellschaft angeht, dieser demografische Wandel hin zum Älteren? Ja, also da sehe ich einige Probleme auch darin, dass immer mehr Menschen auch dieses anonym bestattet werden, sich wünschen und damit es den Angehörigen auch nicht immer leichter machen, weil ich immer schon wieder auch Menschen begegnet sind, die haben tatsächlich auf dem Friedhof einen neuen Partner, eine neue Partnerin getroffen, weil man da an einen Ort geht, wo man Menschen begegnet, die Ähnliches erlebt haben. Und dann unter Umständen da Begegnungen stattfinden, die auch in den Alltag wieder hineinwirken können. Ja. Das ist sicher im Friedwald deutlich schwieriger, der sehr viel weitläufiger ist und wo auch andere Menschen einfach mit ihrem Hund spazieren gehen und so. Ja. Als dieser definierte Ort Friedhof, da gehe ich hin, weil ich einen Menschen betrauere. Ja. Das ist interessant. Also ich weiß das aus meiner Verwandtschaft. Eine Tante von mir, da ist der Mann, also mein Onkel, verstorben. Und die hatten vereinbart anonyme Bestattung. Und das hat die Frau nicht ausgehalten. Sie hat nachher, das Friedhofsamt weiß ja, wo die Urne liegt, war eingeäschert, hat sie exhumieren lassen und auf einem speziellen Grabfeld dann beerdigt. Dann hatte sie den Ort, wo sie hingehen konnte und ihn betrauern konnte. Im Grunde diesen Raum geschaffen, wo ich an den Menschen dann denken kann. Es kam mir aber noch eine Frage, was also war, die richte ich vielleicht an Sie beide. Es gibt ja Ereignisse, die kann man erahnen, wie zum Beispiel, wenn jemand im Krankheitsfall Siechtum ist, geht es aufs Letzte zu, oder, ohne jetzt gleich an den Tod zu denken, eine Firma wird langsam abgewickelt und aufgelöst, da weiß ich ja, da kommt das Ende. Das ist ja dann ein Prozess, wo ich also weiß, was auf mich zukommt, und dann gibt es den, wo das von heute auf morgen Unfalltod oder plötzliche Insolvenz und so weiter und alles geht da abrupt den Berg runter. Erfahren Sie da Unterschiede drin? Ja, da sind Unterschiede drin. Ich habe gerade überlegt, ich habe in einer Firma gearbeitet, das war meine Traumfirma, in die wollte ich rein. Ich war da drin und erlebte dann, dass als Betriebsrat sieht man, das Tafelsilber wird veräußert. Und als Betriebsrat denkt man dann schon 3 Schritte weiter und weiß, das sieht gerade nicht gut aus. Ja. Vielleicht wird es wieder besser. Und musste dann erleben, dass diese Firma verkauft wurde. Und an dem Tag, an dem diese Firma verkauft wurde, habe ich wirklich heiße Tränen geweint. Es war meine Traumfirma. Und es gab sie nicht mehr. Und alles, was danach kam, war es auch nicht mehr. Ich habe mitgemacht, ich war dabei, das war kein Thema. Die Firma wurde 2-mal anschließend aufgekauft, weil der erste Käufer sich ein klein wenig verhoben hatte. Kein Thema, aber das war ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Es ist wirklich einfacher, wenn ich sehe und damit laufen kann. Damit schwingen Sie ja auch mit der politischen aktuellen oder wirtschaftlich aktuellen Situation, dass VW jetzt in Deutschland alleine 23.000 Mitarbeiter entlassen möchte. Und das ist ja immer das ganz große Drama, dass da ja auch viele Mitarbeiter dabei sind, die 50 überschritten haben. Was können Sie denn aufgrund Ihrer Erfahrung diesen Menschen empfehlen, die manchmal vor der Kamera sagen, ich werde in meinem Alter jetzt keinen Job mehr kriegen, würde ich entlassen werden? Ja, ich weiß, dass es damals sehr schwierig war. Wir waren als Betriebsrat dann gehalten, uns um die Menschen zu kümmern, denen gesagt worden war, in 3 Monaten habt ihr keinen Job mehr. Und in Mannheim gibt es so einen Ort, das weiß man, die Jungbuschbrücke ist ein begehrter Ort, um Fakten zu schaffen. Und wir hatten doch immer wieder die Aufgabe, gerade diese Menschen dann zu betreuen, mit ihnen zu sprechen, zu sagen, hier, du sagst jetzt, du kannst deine Familie nicht mehr ernähren und du möchtest deinem Leben ein Ende machen, aber der Tod ist keine Lösung. Und dann aus
einfach aus der Mitmenschlichkeit heraus, ohne Ausbildung, ohne Wissen, wie man das macht, mit diesen Menschen zu sprechen und neue Perspektiven zu schaffen und zu sagen, das Leben geht weiter, es geht immer weiter. Ja. Und da den Blick so weit zu öffnen, dass man sagen kann, ja, da sind Lösungen, es sind nicht nur Probleme da. Ja. Frau Burgdörfer, ja, wollte gerade fragen, ist es in Ihrer, was wir das Berufliche jetzt gerade haben, auch viele Menschen, die an Sie herantragen, ich habe Probleme mit dem Beruf, es stehen große Veränderungen da, ich werde entlassen. Sind das auch Problemfelder, die Sie bearbeiten? Also das passiert jetzt tatsächlich nicht mehr so häufig, dass Menschen in so einer Situation ins Pfarramt kommen und da um Rat bitten. Es sind dann höchstens am Rande von auch Trauergesprächen oder so dann auch mal diese Dinge Thema. Aber ich glaube, die Menschen gehen heute tatsächlich dann schon von vornherein eher, weil es vielleicht der Betriebsrat oder sonst wer rät oder auch der Arzt. Der Hausarzt hat, glaube ich, teilweise so ein bisschen diese Rolle des Seelsorgers da auch fast übernommen. Dafür sind einfach viele Menschen leider doch sehr entfernt auch von ihrer Kirche. Es sei denn, es sind halt wirklich Menschen, die sowieso sich in der Gemeinde bewegen, dass man es da mitbekommt und begleiten kann. Aber dass jemand jetzt, zu dem man vorher keine Beziehung hatte, sich beim Pfarramt meldet, da geht es dann, wenn, eher darum, können Sie mir ein bisschen Geld geben? Ja. Oder finanzielle Unterstützung. Dann. Ja, und da kommen wir natürlich auch sehr schnell an unsere Grenzen. Wenn es mal so ist, es war tatsächlich so, die Kirchen waren ja auf dem Weihnachtsmarkt hier in Ludwigshafen auch jetzt eine ganze Weile präsent mit dem Markt, mit dem Stand auch. Und da habe ich auch mal Standdienst gemacht und kam mit einer Frau ins Gespräch, die tatsächlich in so einer Notlage war und wo das von jetzt auf gleich, wir sind uns zum ersten Mal begegnet, ein so intensives Gespräch wurde, dass sie tatsächlich auch später, sie stammte eigentlich aus Heidelberg, mal noch kam und wir weitergeredet haben. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Ja, das, ich wollte aber noch mal auf den Punkt zurückkommen, Abschied abrupt und erkennbar, Veränderung erkennbar. Wie erleben Sie das jetzt auch gerade in der Phase des Abschieds vom Leben? Man weiß ja, wenn jemand krank ist, was passieren wird. Und das Einzige, was wir überhaupt vom Leben wissen, ist, dass wir irgendwann sterben werden. Ja. Und man wünscht sich ja eigentlich, dass man sich gut darauf vorbereiten kann. Die Frage ist, geht das? Wie sind die Unterschiede da zwischen dem Unfalltod und dem Normalsterbenden? Es ist doch sehr schön zu beobachten, dass inzwischen mehr Menschen auch diese ambulanten Hospizangebote auch in Anspruch nehmen. Und wo das gelungen ist, auch so einen Abschied über längere Zeit, über eben bei Krankheit, bei Krebs halt ja ganz häufig zu begleiten und Menschen an der Seite zu haben, die auch wirklich auf die Angehörigen, nicht nur auf den Sterbenden, sondern auch auf die Angehörigen ein bisschen Acht haben, dass es da deutlich besser gelingt, diesen Abschied tatsächlich auch gut zu verkraften. Ich meine, ich treffe die Menschen dann häufig ja nicht dann noch viele Male hinterher, weiß nicht, wie sich das auf die Länge der Zeit dann auswirkt, aber in dem Moment können doch viele Menschen das auch als eine Form von Erlösung dann erleben und auch, so annehmen auch erleben dann können, dass auch diese letzte Phase, ich hatte es jetzt gerade kürzlich, dass ein Mann vor seiner Diagnose eigentlich seiner Familie irgendwie verloren gegangen ist, weil er Probleme hatte und die mit Alkohol bekämpft hat und einfach nicht mehr der war, den sie kannten. Und durch die Diagnose sich nochmal in einer Weise für seine Familie und Angehörigen geöffnet hat und das dann auch gut begleitet wurde mit eben auch Medikamenten, die Schmerzen unterdrückt haben, sodass vieles nochmal an Begegnungen möglich war, an Abschieden möglich war, ganz bewussten Abschieden, wo Dinge besprochen werden konnten, was vorher gar nicht möglich war. Sie sagten aber etwas, was ich ganz wichtig finde. Wenn die Angehörigen mit einbezogen werden. Ich erlebe das ja immer wieder in Pflegefällen und so weiter, dass man eigentlich sich um den Patienten kümmert und der Angehörige ist eigentlich gar nicht da, obwohl der ja die größten Probleme damit hat. Und wir wissen ja aus der Erfahrung heraus, dass der Patient ja letztendlich irgendwo weiß, was mit ihm los ist, auch wenn er es nicht sagt. Aber der Angehörige ist eigentlich alleine gelassen.
Der sitzt da und kein Mensch hilft ihm. Begegnet Ihnen das auch so? Ja, also das ist sicher eben ein Problem, dass die Leute völlig fokussiert sind auf den, der jetzt eindeutig auch körperlich Pflege braucht und Angehörige dann da auf der Strecke bleiben. Ja. Bis dahin, dass sie sich auch körperlich völlig verausgaben und gar nicht mehr zur Ruhe kommen und nichts für sich mehr unternehmen. Und da ist wirklich so doch inzwischen, glaube ich, mehr das Bewusstsein gewachsen, also auch bei Hausärzten, dass die das den Angehörigen sagen, passen Sie auf sich auf. Auch Sie haben ein Recht, das zu überleben, was in Ihrer Familie gerade passiert. Also Sie müssen sich da nicht opfern sozusagen. Mhm. Das hilft auch dem Schwerkranken nicht, wenn sie selber krank werden. Nee, genau. Das ist ja auch also das diese Selbstsorge dann auch tatsächlich zuzulassen und sich zu gestatten, sich zu erlauben, ich darf mich auch um mich selber kümmern. Die eigene Grenze erkennen ist auch ganz wichtig, dass ich mir eingestehe, hier komme ich an eine Grenze, hier kann ich nicht mehr. Und dann bin ich ja wieder beim Loslassen, dass ich das dann auch wirklich, mein Pflichtbewusstsein und so weiter, was in mir eingebläut ist durch was weiß ich, meistens Erziehung, dass ich das dann loslassen kann und sage, ich bin am Ende. Ich muss jetzt mich um mich selbst kümmern. Nämlich, wenn ich es nicht tue, wer tut es dann? Das ist ja immer die Frage dabei. Frau Nils, ich habe mal gerade eine Frage dazwischen an Sie. Das Jahr 2012 war für Sie ein schmerzliches Jahr. Ist, wenn Sie das jetzt so vergleichen, dieser Abschied gelungen, dass Sie sagen können, ja, ich konnte da loslassen. Man nimmt natürlich viele Erfahrungen aus dieser Zeit noch mit, aber dass es überwunden ist, diese Zeit? Ich habe die ganze Zeit das im Hintergrund so mitschwingen lassen. Habe ich das? Ich denke, ja. Weil viele Dinge immer wieder präsent waren. Zum einen, mein Vater war gestorben und er hat immer gesagt, der Tod ist am schlimmsten für die, die zurückbleiben, nicht für den, der geht. Und ich weiß noch, wie meine Mutter im Sterben lag, auch Prozess mit Krebs, ein halbes Jahr, hatten wir ein wunderbares Krankenhausteam, die dann irgendwann erkannten, dass es ihm schlecht ging. Broken Heart Disease. Er hatte also einen leichten Herzinfarkt am Krankenbett. Und das konnten wir dann noch ein Stück weit einfangen, sodass er danach noch 6-7 Jahre hatte, die er gut gelebt hat. Aber immer so wieder dieser Gedanke, ja, für die, die übrig bleiben, ist es schlimm. Und er hat mir vorgelebt als Kriegskind. Er hat seine Eltern beide im Krieg verloren, kam in ein Waisenhaus im Osten und dieses Waisenhaus ist mit der Bahn vor den Russen geflohen. Die hatten nichts zu essen. Die Kinder hatten keine Chance oder kaum eine Chance zu überleben. Sie haben trotzdem überlebt und er hat seine Geschichte geschrieben. Und das war für mich unfassbar, den allerletzten Satz zu lesen von diesem ganzen Drama. Und trotzdem, es war eine schöne Zeit. Dem noch was Schönes abzugewinnen. Ja. Und für mich insgesamt, mit diesen ganzen Bildern, mit dieser ganzen Erziehung, auch dieser vorgelebten Erziehung, war es wirklich leichter. Mhm. Ich hatte etwas, ich hatte ein gutes Vorbild. Mit also dem so eine Art Richtschnur oder sowas, was also als Orientierungslinie da ist, was Sie mitgekriegt hatten. Ja. Was man da eigentlich sagt, man soll einem Kind eine gute Erziehung und damit eine Lebensleitlinie mitgeben, die haben Sie gekriegt. Und die haben es also auch noch später, als Ihr Vater dann gestorben ist, auch noch nachvollziehen können. Das heißt, er hat da weiter gewirkt. Absolut. Und ich nehme an, das geht auch noch bis heute so. Das geht bis heute. Das ist das, was ich meinen Kunden auch mitgebe. Es gibt immer wieder Frauen, das ist so ein ganz spannendes Thema in unserem Alter, die sich dann doch entscheiden, sich zu trennen vom Partner, wo dann die Kinder auch sagen, Mama, endlich hast du es gemacht, endlich bist du gegangen. Endlich lebst du dein Leben. Und dann sitzen die Frauen da und sagen, was ist denn jetzt mein Leben nach 30 Jahren Ehe, Kinder erziehen? Und mit diesen, es sind in der Hauptsache Frauen, mit diesen Frauen dann eine neue Perspektive zu erarbeiten, zu zeigen, es geht weiter. Sehen Sie da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Männer nehmen Trennungen leichter hin. Liege ich da richtig jetzt mal pauschal? An Frauen nagt doch irgendwie das Schuldgefühl. Genau umgekehrt, würden Sie so sagen. Nur die Männer können das viel besser abdecken. Sie sind geniale Schauspieler.
an allen ist so ein Dankeschön. Brad Pitt oder Tom Cruise verloren gegangen. Mhm. Wenn ich mit Männern intensiv über diesen Trennungsprozess in späteren Jahren spreche, dann kommen auf einmal Dinge hoch, wo ich denke, ups, gute Schauspielschule, Schule, hervorragend, alles gut gelaufen. Die Frauen sind da ehrlicher und direkter und sie suchen sich schneller Hilfe. Ich komme aber noch auf einen anderen Punkt zurück. Wenn also, Sie führten ja das Beispiel auch nach 30 Jahren Ehe, man sich trennt und sagt dann, ja, was ist eigentlich mein Leben? Ich sage also, wenn ich so Seminare halte über Partnerschaft und solche Dinge immer, ich kann mein Leben nur mit einem Menschen teilen, wenn ich eins habe. Das heißt, da ist eigentlich schon vorher sehr vieles schiefgelaufen, dass man sich nicht um sein eigenes Leben kümmert. Genau. Ich verkaufe doch nicht, ich verschenke ja auch nicht mein Herz, nee, das gehört mir. Ich kann das also wohlwollend gegenüber jemand anderem zeigen, aber ich verschenke nicht mein Leben in die Hand eines anderen Menschen. Und da liegt, glaube ich, auch so vieles drin, dass man da einfach sich selbst verliert. Und dann ist das Suchen natürlich schwer. Jemand, der sich nicht hat, kann sich nur ganz, ganz schwer finden. Und das ist dann immer wieder die Aufgabe, diesen Menschen auch zu helfen, das auch wie einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, was machen wir jetzt damit? Ja. Gibt es noch Scherben, die wir zusammenfegen können? Oder sagen wir, nee, die Scherben lassen wir jetzt mal liegen. Wir gucken mal, wer bin ich eigentlich? Ja. Und was kann ich mit meinem Sein tun? Ja, es kommt aber, geht aber noch weiter, denke ich. Und zwar, wenn wir also das so betrachten, kann ich die Scherben noch zusammenfegen und so, da sind ja wir sehr schnell bei den Gedanken und Vorstellungen, die wir vom Leben, vom Partner, vom anderen Menschen haben und so weiter. Und da ist ja auch ein permanenter Abschied, ein Loslassprozess notwendig. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig, Gedanken loszulassen. Ich habe das auf Friedhof schon erlebt, dass jemand gesagt hat, also er war ein guter Kerl, aber das verzeihe ich ihm nie. Und das ist ein Problem. Das heißt, der Mann läuft ewig mit einer Last rum, die er mit sich rumstellt, weil er diesen Gedanken nicht loslassen kann. Wie begegnet Ihnen das denn so mit dieser... Also ich habe bei meinen Eltern diese Situation erlebt, dass meine Mutter meinen Vater nach 33 Ehejahren und 4 Kindern verlassen hat. Mein Vater ist da bis aufs Sterbebett nicht mit fertig geworden. Er konnte es einfach nicht verstehen und eben, dass er dann als jemand dastand, mit dem man nicht leben kann, das hat ihn ja natürlich auch in seinem Selbstbild enorm gekränkt. Und meine Mutter hat halt da lange dran gearbeitet, hat eben auch, denke ich, durch eine neu aufgenommene Berufstätigkeit auch gemerkt, also irgendwie bin ich in meiner Partnerschaft einfach nicht mehr glücklich. Es gibt auch noch was für mich auch ohne Mann. Und auch das Haus, sie hat vieles aufgegeben, eben die materielle Sicherheit und so weiter, aber das war es ihr wert und auch, denke ich, konnte sie das schaffen, weil sie Freundschaften zu Frauen gepflegt hat, die sie darin sehr gestärkt haben. Natürlich hat ihr ein großes Umfeld immer Schuldgefühle einreden wollen. Wie kann man denn einen 15 Jahre älteren Mann verlassen? Mein Vater war dann damals eben schon annähernd 70 Jahre alt, als sie ihn verlassen hat. Aber sie hat das durchgezogen und ich muss auch sagen, für mich war es eine Erlösung, weil das hat sich tatsächlich über Jahre angebahnt, wo wir als Kinder immer dazwischen standen, vermitteln sollten. Jeder von beiden uns natürlich auf seine Seite ziehen wollte. Und da habe ich irgendwann gesagt, und ich komme nicht mehr nach Hause, bevor ihr das nicht geklärt habt. Ja, das ist eine schlimme Situation. Ich habe keine Lust mehr dazu, dazwischen zu stehen. Da immer irgendwie. Und am Schluss, man kann es ja keinem dann recht machen, wenn man versucht, auch unparteilich zu sein. Aber Sie sagen was Interessantes dabei, dass Ihre Mutter es geschafft hat, weil sie Freunde hatte. Das heißt, sie hatte ja zumindest noch einen Teil ihres eigenen Lebens, ihre selbst, was sie geteilt hatte, nachher erkannt hat, aus irgendwelchen Gründen, das geht nicht mehr. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich persönlich trifft und dann sagt, nee, da verabschiede ich mich von. Sind beide glücklich geworden? Ihre Mutter denke ich mal, auf jeden Fall. Ja, also jetzt in dem Sinne glücklich, weiß ich, ja, sie hat sicher noch viele, viele Dinge dann für sich erreichen können, die sie vielleicht zusammen mit meinem Mann, mit ihrem Mann nicht mehr hätte realisieren können. Aber
Ob sie wirklich glücklich geworden ist, wage ich nicht mit eindeutigem Ja zu beantworten. Frau Burgdörfer, ich habe noch eine Frage. Beruflich nehmen wir ja auch viel, haben wir auch mit Abschied zu tun. Jetzt nochmal ein Perspektivwechsel. Wie gehen Sie damit um, dass sich Menschen aus der Kirche verabschieden? Ja, ich meine, oft ist das ja leider nicht im Gespräch mit uns so, dass die Leute uns deutlich sagen, wir wollen die Kirche verlassen, weil das passiert ja sehr viel, schon in großer Entfernung eigentlich von den tatsächlichen Angeboten der Kirche. Natürlich machen wir uns Gedanken, weshalb erreichen wir bestimmte Menschen einfach nicht mehr mit unseren Angeboten, mit den Gottesdiensten sowieso. Da leben wir ja seit vielen Jahren damit, dass das abnehmende Zahlen, Besucherzahlen sind, außer jetzt an Weihnachten, wenn das wieder bevorsteht. Weshalb erreichen wir Menschen nicht mehr? Das beschäftigt uns schon sehr. Gibt es Menschen denn, die mit Ihnen in Dialog treten, die an der Schwelle stehen und sagen, es hält mich doch noch vieles, weil das sind ja bestimmte Rituale, die ja vertraut sind und sagt andererseits, suche ich einen neuen Weg oder habe gar keinen Weg. Wie hat mal Benedikt gesagt, wir leben ja in einem Zeitalter der Beliebigkeit, das hat mir gut gefallen, das betrifft ja noch mehrere Ebenen, so auch eben halt die Kirche. Wollen da welche mit Ihnen noch sprechen oder suchen wieder Neubeginn bei Ihnen? Also manchmal passiert es, wir schicken allen, die ausgetreten sind, also wir kriegen ja dann die Meldung vom Standesamt sozusagen, dass die Menschen ausgetreten sind und dann kriegen die von uns alle nochmal einen Brief, wo wir unser Bedauern darüber ausdrücken, aber sagen, unsere Angebote stehen Ihnen weiterhin offen und wenn Sie das Gespräch mit uns möchten, dann stehen wir dazu auch bereit. Manchmal nehmen die Menschen das auch nochmal in Anspruch und unter Umständen ging es dann vor allen Dingen um finanzielle Fragen, dass sie ausgetreten sind, auch in gemischt konfessionellen Ehen, dass dann unter Umständen der Mann für die Kirchenmitgliedschaft der Frau eben relativ viel bezahlen muss und der dann irgendwann sagt, das sehe ich ja jetzt gar nicht mehr ein, von meinem Gehalt wird immer so viel Kirchensteuer einbehalten. Und also es sind da auch unterschiedlichste Dinge, aber wir erleben es natürlich auch, dass unter Umständen Angehörige, die verstorben sind, aus der Kirche ausgetreten sind und dann die Angehörigen trotzdem eine kirchliche Bestattung wünschen. Das ist immer ganz schwierig damit so umzugehen, dass ich dann nicht auch die Angehörigen noch verbrelle. Offiziell dürften wir es nicht. Und wenn, dann eigentlich auch nur ohne Talar, um wirklich deutlich zu machen, das ist hier eine Handlung, die ich nicht in dem Sinne als Pfarrerin mache, aber das finde ich immer eine ganz, ganz schwierige Geschichte und ganz drastisch war es mal so, dass Angehörige ganz bewusst mir das verschwiegen haben, dass der Angehörige nicht mehr in der Kirche war und gehofft haben, ich erfahre es erst, wenn es rum ist. Dann dachte ich, also da fühlte ich mich dann schon, wir haben es dann trotzdem durchgezogen, aber da habe ich gedacht, also hallo. Da habe ich dann auch wirklich mal deutlich gesagt, also wenn Sie jetzt für diese Trauerfeier einen Redner, einen freien Redner engagieren würden, was Sie das kosten würde. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage, die da oft zutage tritt. Natürlich sind es oft auch irgendwelche Ärgergeschichten, die passiert sind. Ich meine, hier jetzt in der Oggersheimer Gemeinde haben wir auch immer wieder den Konflikt, dass bei uns im Gemeindehaus sich eben auch türkische Gruppen getroffen haben und dann Menschen sagen, nee, das ist dann nicht mehr meine Kirche, in dem Raum, wo meine Tochter getauft worden ist, heute eine türkische Hochzeit gefeiert wird oder so. Das sind dann natürlich nochmal Konflikte, wo ich ganz klar abwägen muss, was ist mir jetzt an dieser Stelle für mein Selbstverständnis das Wichtigere. Und wenn diese Person das nicht verstehen will, dann muss ich sie ziehen lassen. Ich wollte aber so, wir kommen ja so langsam zum Ende unserer Sendezeit, noch eine letzte Frage an Sie beide stellen. Und zwar, wir sprachen ja jetzt über das Loslassen von Gedanken und Vorstellungen. Und da kommt mir so der Begriff Verzeihen. Wenn ich einem anderen einen Vorwurf mache und der heftet so in Gedanken mir, was ich eben sagte auf dem Friedhof, das konnte ich ihm nie verzeihen.
das finde ich, ist ja auch ein Abschied, dass ich meine Vorwürfe, die Anschuldigungen loslasse. Und verzeihen heißt ja weg von Anklagen. Und wenn ich weg davon gehe, muss ich das loslassen. Also glückt das den Menschen, Frau Nils? Ich sehe es an mir selbst, dass ich durchaus mal jemandem etwas länger böse bin, als es vielleicht sinnvoll ist. Und dann denke ich immer wieder, ist der andere sich dessen überhaupt bewusst? Ich trage ja gerade die Last hinter dem her, dieses nicht verzeihen können. Und es ist eine Last, genau. Ja. Was soll ich eigentlich damit? Und stelle fest, dass ich das immer schneller ablegen kann. Es gibt durchaus Dinge, wo ich sage, okay, also verzeihen meinetwegen, aber ich brauche den Kontakt nicht mehr zu einer Person. Das heißt ja auch nicht, dass nochmal Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nee, verzeihen heißt ja nur, dass ich innerlich diese Last von ihr, das haben Sie gut gesagt, diese Last loslassen kann und sage, nee, das ist verziehen, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Ich möchte den aber auch nicht mehr sehen. Das ist das gute Recht eines jeden Menschen. Ja. Wie erfahren Sie das? Wenn es möglich ist, sich aus dem Weg zu gehen. Ne? Das ist, kommt ja noch sehr drauf an. Aber eine spannende Frage. In der Theorie, klar, würde ich auch sagen, es ist eine Last, von der ich mich befreien kann. Ja. Wenn, das kann ich vielleicht schneller im Kopf verstehen, als im Herzen mitvollziehen. Ich hatte jetzt gerade neulich eine Sendung gehört, wo eben auch die Mutter eines Opfers von Winnenden darüber gesprochen hat, dem Täter zu verzeihen. Und sie hat es so formuliert, ich bin auf dem Weg. Weil sie auch gemerkt hat, es vergiftet ja auch ihr eigenes Denken über diese ganze Situation, die natürlich in ihrer Tragik ja nicht wieder rückgängig zu machen ist. Die Tochter ist tot, mit allem, was da an Hoffnungen und so weiter mit verbunden war. Aber dass sie diese Mutter eben gespürt hat, es bringt mich nicht weiter, wenn ich Rachegedanken oder irgendwas gegen den Täter hege, sondern sie auf diesem Weg des Abschieds, des Verzeihens irgendwo ist, um wieder ein anderes Gefühl dazu aufbauen zu können. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Mhm. Wir sind nämlich am Ende unserer Sendezeit. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Frau Nils, Frau Burgdörfer und auch Herr Hese, dass wir uns hier so nett zusammen unterhalten konnten. Bei diesem schwierigen Thema, das sicherlich nicht erschöpfend behandelt ist. Wir konnten es anreißen, aber ich denke, wir haben einige Gesichtspunkte aufgezeigt. Und ich danke Ihnen sehr herzlich. Und von unseren Zuschauern möchte ich mich verabschieden und bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Thank you.